Nein, das hat man Markus Wallner. Derzeit steht im Raum, in Kindergärten und Volksschulen ein Kopftuchverbot auch für die Schüler einzuführen. Wie steht das Land Vorarlberg zu dieser Thematik? Also wir haben uns da immer offen gezeigt und haben gesagt, wir brauchen klare Spielregeln für die Integration. Insofern halte ich es durchaus für nachvollziehbar und für richtig, wenn jetzt von Seiten der Bundesregierung etwas genauer geprüft, wie die Rechtslage ausschaut und ob das überhaupt einführbar ist. Aber von der Sache her glaube ich, dass die Regierung einen wichtigen Schritt und guten Schritt jetzt macht, wenn sie überprüft, ob ein derartiges Verbot einführbar ist oder nicht. Da sind Rechtsfragen dazwischen. Ich glaube, wir sind auch gut beraten, diese Prüfung jetzt einmal abzuwarten. Ich schaue mal, was die Bundesregierung auf den Tisch legt und will es dann bewerten. Aber dass die Sache ordentlich geprüft wird, das halte ich für richtig. Sagen Sie, Kopftücher in Volksschulen ist ein großes Thema in Vorarlberg? Ich hatte jetzt bisher keine Beschwerden in diese Richtung, das muss man dazu sagen, aber es geht, glaube ich, um die Frage, die dahinter steckt. Also, welche Art der Integration wollen wir haben eigentlich? Und was sind Beiträge für gute Integration und was sind Hindernisse auf dem Weg zur Integration? Und in dem Zusammenhang wird natürlich auch das Kopftuch und das Tragen des Kopftuchs in der Volksschule, im Schulbereich oder auch im Kindergarten wird auch diskutiert, insgesamt auch im öffentlichen Dienst. Das Thema ist nicht neu, es wirft einige Rechtsfragen auf. Ich glaube, es ist gut, wenn man sagt, man überprüft das jetzt einmal näher und schaut, ob das Ganze umsetzbar ist oder nicht. Und dann kann man sich auch für Vorarlberg endgültig entscheiden, welchen Weg wir einschlagen.